Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf meiner Ranch und ich gucke gerade, wo der Anfang ist. Ach, auf der anderen Seite. Genau. Ich habe natürlich mein Display wieder. Ich dachte mal, ich kriege das mit der rechten Maustaste ran, aber dem ist ja gar nicht so. Na gut. Das habe ich eigentlich immer mit der rechten Maustaste geholt. Wundert mich jetzt. So. Aber funktioniert alles. So, du wirst natürlich am ersten Wegpunkt starten. Und dann würde ich sagen, läuft's. Und hier habe ich... Johnny, was machst du jetzt? Ach, ich habe ihn zu nah rangefahren. Komm, Johnny, ich kürze das ab. Ich kürze das ab, Johnny. Ich kürze das ab, damit ich dir keine Probleme mache. So. Dann werde ich nämlich den Punkt noch ein Stück weiter nach hinten versetzen. So. Fertig? Dann go. Und jetzt kann er hier einsammeln. Okay. Und Johnny 2 da hinten? Schwader zu Ende. Alles klar. Und jetzt fährt er rüber. Jetzt, Moment. Das ist jetzt die rechte Maustaste. Johnny, ich habe dir doch gesagt, erster Wegpunkt. Ach, der hat sich die Position gespeichert. Ach, jetzt ist es mir auch egal. Mach mal, mach mal. So, sprecht euch aber ab. Na, guck mal hier, rechte Maustaste und schon ist das Menü wieder da. Also ich weiß nicht, was dieses Spiel manchmal hat. Er wartet. Cool. Und Johnny rangiert. Okay. Ich denke mal, die kriegen es gebacken. Welchen Traktor nehme ich denn jetzt? Du hast doch viel Leistung, wa? So. Dann nimmst du bitte den Pflug, den großen. Wo habe ich den jetzt hingestellt? Da drüben. So. F1. Flug aufklappen. Da muss ich mal gucken, ob ich den Z. Z. Fehlt doch was. Da müsste jetzt eigentlich stehen, Feld... Ach hier, Felder erstellen zulassen. Und mit Z Felder erstellen nicht zulassen. Okay. Sollte richtig sein. Gut, dann Johnny. Du bekommst eine Aufgabe für Feld A. Also. Warte mal, muss ich dir was löschen? Nein. Okay. Also, Johnny. Halt, hier. Job erstellen. Feldarbeit. Zielposition. Gegen den Uhrzeigersinn. So. Feldposition ist ebenfalls da. Öffne. Arbeitsbreite 6,20 Meter. Anzahl Vorgewände. 3. Kurven. Scharf. Das ist gegen den Uhrzeigersinn. Ah. Da könnte ich fast mehr Vorgewände machen. Gut.
Ja. Das ist jetzt, warte, was habe ich gesagt? 6,20 Meter. Also, Kurs speichern. A. Flügen. 6,20 Meter. Okay. Dann wirst du jetzt zu Feld A fahren, wirst dort übergeben und wirst dann das gesamte Feld einmal durchpflügen. Wo fährt denn die Hetze lang? Ach so. Sehr gut. Nein, nein, nein. Ich habe doch wieder. Erster Wegpunkt. Diding. Und runter mit dem Flug. Jawohl. Ich würde sagen, der hat jetzt eine ganze Weile zu tun. Ja, das Ding kann ich mit der rechten Maustaste aufrufen. Das hat gestern nicht funktioniert. Ich würde sagen, Johnny ist jetzt mit dem Feld eine Weile beschäftigt. 6 Meter. Hattet ihr nicht gesagt, dass es ihn auch mit 9 Meter gibt? Den gab es bei. Warte, warte, warte. Gekaufte Geräte. Pflüge. 6 MT. Untergrundlockerer Mod. Nein! Untergrundlockerer Mod. Gut. Pflüge, Pflüge, Pflüge da. Da. 9 MT. Ja, 320 PS. Die habe ich nicht. Ich brauche einen Traktor mit 320 PS. Und dann kann ich mir den hier holen. Okay. Nächste Ziel ist großer Traktor. Okay. Ja, der lässt wieder ein paar Ecken übrig. Ja, dann musst du dich halt beeilen. Mit 17 km/h fährt er. Gut. Ja, kriegen wir hin. Dich brauchen wir nicht, dich brauchen wir nicht. Oho. Hey, Johnny, Johnny, lass mich mal zur Seite fahren. Du müsstest dir doch jetzt deinen Arbeitswegpunkt hier gemerkt haben. Na, warte, ich stelle dich mal auf den nächsten Wegpunkt. So. Okay. Du fängst jetzt mit nächsten Wegpunkt an. Play the game. Geht immer noch. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Aber es läuft. Und nachher wird dann alles umgestellt auf. Kürzbe hat die Arbeit beendet. Sehr gut. Jetzt ist nur noch ein Track auf dem Feld. War das hier? Nein, hier. Den werde ich gleich noch mitmachen.
So. Warte mal, dann werde ich mal hier ein Stück ausschwenken. So. Ding, ding, ding. Dann werde ich nämlich hier noch den Weg verkabeln, falls wir dann später nämlich das Feld hier aufkaufen, dass wir hier dann schon Kabel liegen haben. Tick, tick und nochmal tick. So. Stopp. Nee, da lang. So. So. Und jetzt müssen wir noch hier rüber machen. So. Da kommt er rum. Alles klar. Und du fährst jetzt hier rum. Und bist zu Hause, ja. Gut. Super. Und wenn der gleiche Ladewagen da hinten voll hat, dann müsste der ja eigentlich auch hier lang fahren. Mal schauen, ob er es hier backen kriegt. So, ich werde den jetzt hier mal zur Ordnung bringen. Ja. So. Komm, du kriegst auch eine Dusche. Oh. Dann muss ich jetzt auf die andere Seite gehen. Ding hat's gesagt. Okay. Jetzt müsste unsere Strohbergung losfahren und sich den Weg hierher suchen. Ich hoffe mal, das klappt. Ich werde gleich nachsehen, aber erstmal den Schwader abstellen. So. Ich werde wahrscheinlich den großen Schwader auch hier parken. Dann komme ich gleich da an den ran. Okay. So. Jetzt muss ich doch als nächstes die Gülle abholen und hier reinschmeißen, damit das Ding hier wieder läuft. Da kann ich auch gleich gucken, wo mein Trecker mit dem Stroh ist. Das heißt, du füllst auf und ich... Da fährt er! Cool! Der hat den Außenweg genommen, hier lang. Fährt jetzt hier rüber, lädt ab, fährt zurück und fährt dann hier lang wieder rein. Da kommt er. Super. Ah, ich bin so stolz auf dich, Johnny. Sehr gut. Da kommt er.
Ah, das kriegst du, da kommst du dran vorbei. Und du da hinten? Kommst auch gut voran. Ah, so macht die Landwirtschaft Spaß. Oh, warte mal, wenn ich schon mal hier bin, kannst du doch auch gleich mal... So, Milch abholen. Und in die hintere Molkerei bringen. Wow, wo ist meine Milchproduktion hin? So. Stopp. Gibt er das Stroh ab? Ja, er gibt das Stroh ab. Sehr gut. Dann kann ich gleich mal hier gucken. Ach, ich habe ja noch einen abgeschlossenen Fremdauftrag. Da wollte ich jetzt aber nicht gerade nachgucken. Was willst du für 13.000 ernten? Eine Getreideernte. Gerste, Feld 70. Könnte der große Mähdrescher machen. Ich wollte eigentlich hier gucken. Produktion läuft. Ich glaube, mit der Baumwolle kommt der, wow. Da wird er noch eine ganze Weile beschäftigt sein. Grassilage? 42.000 Silage. Genau, ihr kriegt noch Wasser. Eier sind voll. Okay, Tomaten, Erdbeeren sind okay. So. Saatgut. Ich müsste die Getreideernte einschalten. Ja, mach mal voll, weil ich muss ja das ziemlich große Feld machen. Du produzierst Schokolade, ist klar, du hast genug Zucker. Du wartest. Du wartest auf die Sorghumernte, wa? Ja. Und du hast 13.000 Gülle, die du gelieren kannst. Genau. So. Ihr seid glücklich. Nein, warum wird das nicht weniger? So viele Zuckerrüben, keine Ahnung. So. Und ihr habt, ja, Milch, Zucker, Butter. Jetzt muss ich aber mal gucken. Butter, Käse, funktioniert, also es wird hier mehr. Und Schokolade? Habe ich schon 7.000. Gut. Also es läuft. Ich würde sagen, es läuft sogar gut. Ausgesprochen gut. Dann werde ich jetzt nämlich ganz schnell etwas Wasser holen. Und hinten die Felder auffüllen. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal wieder die Tiere füttern. Stopp. Ach ja, ich habe 17.000 Liter Wasser. So. Wo fährt mein Trecker? Ach, der ist schon wieder drauf. Ja, dann ist er hier hinten rausgefahren. Zack. Und sammelt fröhlich weiter. Und du? Du fährst ja fröhlich rauf und runter. Ach nee, der ist auf meinem Vorgewende. Müsste ich doch von hier aus sehen können, oder? Ja, da hinten. Alles klar. Hast du noch einen Job drin? So. Gut. Wow.
Ich schätze mal, ich brauche mehr Land, weil guck mal, wie sie das hier stapelt. Ich komme ja kaum noch richtig durch hier. Warte mal. Wann kommt das Getreidefeld? Wir sind im Juli. Erntezeitraum. September. Okay. Und die Sorghumhirse holen wir im nächsten Monat. Ja. Und dann können wir im September auf 3 Feldern Getreide raufschmeißen. Werde ich auch machen. Ich werde auf allen 3 Feldern Getreide raufschmeißen und damit müsste ich so sicher durchs Jahr kommen, ohne dass ich was zukaufen kann. Huhuhuhu. Oh, warte mal, ich habe ja noch Feld 4. Mache ich ihn damit? Hafer? Nochmal Hafer? Dann liegt es aber das ganze Feld ja brach. Oder ich schmeiße Raps rauf. Raps? Hier? Kann er denn hier machen? Na gut, kann dann aber ohne aussehen. Raps brauche ich eigentlich nicht wirklich. Mais könnte ich gebrauchen. Ja, ich lasse das hier brach liegen. Schmeiße hier Mais rauf. Bis hier. Und danach dann wieder Getreide. Das könnte gehen. Da müsste ich mal gucken. Sekunde. Das brauche ich ja eigentlich nur hier. Ich mache Sorghumhirse. Raps muss ich raufschmeißen. Kartoffeln habe ich. Getreide habe ich. Und Getreide kriege ich jetzt zur Genüge. Und Sorghum ernte ich jetzt. Stimmt, ich muss Raps raufschmeißen. Das heißt, ich schreibe mir jetzt mal auf den Zettel, Feld C. Raps. Genau. So. Den Raps kriege ich aber erst. Da ist er. Ja doch, im nächsten Monat. Jetzt kommt der Hafer runter. Hafer wird geerntet, Raps rauf. Und der Raps geht dann bis zum Juli. Und da kann ich dann gleich wieder hinterher schmeißen. Oder ich lasse dann brach liegen. Da muss ich mal gucken. Aber als nächstes kommt da hinten Raps drauf. Okay. Das klingt gut. Das klingt richtig gut. Und dann habe ich nämlich das Schweinefutter fürs Jahr sicher. Ich habe Saatgut drin fürs Jahr sicher. Ich habe mehr als genug Gärreste sicher. Achtung, Ladewagen fast voll. Freut mich. So, wo ist denn der Ladewagen fast voll? Hier. Und du? Der ist auch schon ziemlich schnell gekommen. Ja, ja. Das macht er schon selber. Der ist schon ziemlich schnell. Finde ich gut. Dann würde ich einfach von hier aus sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem, see you later.